Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 100k Challenge in Oxygen Not Included. Letzte Folge haben wir damit begonnen, eine Rakete zu bauen. War diese hier. Zumindest schon mal das Triebwerk. Da fehlt aktuell noch ein bisschen die Ressourcen. Wir haben... Warte mal, wo war das denn? Hergestellte Materialien. Stahl, 500 Kilo. Wir haben halt echt nicht so viel Stahl. Das ist das Problem. Aber es wird hier... Oh doch, hier liegen 2500 Kilo. Tja. Was? So, die Kühlung läuft hier auch auf Hochtouren. Es geht mit 80 Grad raus und kommt mit 12 Grad wieder rein. War teilweise sogar unter 0. Ah, läuft. Läuft, läuft, läuft. Aber ist egal. Ich denke, das können wir erstmal so lassen. Emsland, hi. Hi, hi. Okay. Okay, okay, okay. Wie sieht es denn sonst so aus? Wir haben jetzt hier, glaube ich, mittlerweile voll an Glanztrikots. Ne, da werden jetzt 4 Stück gebaut gerade. Und hier sind die drin. Okay. Ja, nice. Nice, nice. Hier die zwei laufen. Ach, wir sind hier ganz schwer in der Zucht drin, ey. Ich sage euch. Wie sieht es denn so mit dem Sauerstoff aus hier? Alles tutti. Solange hier Wasser kommt. Oh, oh. Das wärmt sich ganz schön auf hier hinten, ne? Nur nicht, dass uns das zu warm wird hier. Oder dass hier anfängt Eis zu schmilzen. Aber das ist nicht viel. 1500 Kilo, ne? Das müssen wir auch mal wieder laufen lassen. Damit das wieder leer wird. Moskito, hi. Einige waren vor dir. Einige, mein Lieber. Der erste war heute Alter. Putz. Okay, wollen wir das mal... Wir priorisieren das mal, damit hier... Sonst kommen die ja Lebtag nicht auf die Idee, hier oben mal Stahl hinzubringen. 2,8 Tonnen. So, der Prinz hier ist gleich fertig. Hier ist jetzt aber nur Puff und Pufflet. Puffprinz, was konnte der denn nochmal, der Puffprinz? Verschmutzter Sauerstoff zu Schleim. Ach, der Puffprinz, der machte alles zu allem, ne? Der kann nur Chlorgas und der kann nur Sauerstoff. Hey. Dadox, hi. Sind ja schon so ein bisschen so Reinigungsviecher, ne? Wenn du die hier rumschwirren hast. Aber Kohlendioxid macht niemand. Wollen sie nicht. So, wie sieht's denn aus hier? Wir können mal... Haben wir noch Kunststoff übrig? 13 Tonnen. Lift. Hey, wir brauchen die Leiter hier eh nicht, ne? Egal. Haben sie was zu tun. So, im Bau. Wunderbar. Der Winkel, der zieht durch. Der braucht wahrscheinlich auch einen ganzen Tag dafür, bis das fertig ist. Okay, das heißt, wir können ein Forschungsmodul bauen.
Bobbysaurus, mein Lieber, vielen lieben Dank für deine 2 Geschenkabos. Danke, danke. Bobbysaurus. Einfach so. Knallhart. Kenne nix. Vielen Dank. So. Warum ist das hier eigentlich? Oh, wir haben kein Pipi mehr. Oh, ist das cool. Na, nice. Pipi ist alle. Das heißt, wir können hier anfangen, mal so ein paar wegzumachen. Wir sind doch noch 700 Kilo. Das ist, weil hier das Wasser dazwischen ist, ne? Ja, genau. Mach mal alles einmal komplett sauber hier unten. Dann ist das Wasser auch hier raus. Okay, jetzt können wir, glaube ich, abbrechen. So. Wir haben das jetzt direkt hier reingekippt, ne? Ja, natürlich. Wohin auch sonst? Sehe immer Runner am Eskalierboot auch mal ein wenig gönnen. Eieiei. Alter, Runner eskaliert immer. Ein Eskalator. Und Glermann, danke für dein Follow. Hallöchen. Hallo, hallo. Haben wir keine Fossilien? Doch, wir haben noch Fossilien. Warum arbeitet das so jetzt wieder? Okay. So, warum baut das Ding niemand? Das kann doch nicht sein. Dass das so lange immer dauert. Kraftzahl, danke schön. Wo hier das Betonlager ist, ich weiß es nicht. Nicht da. Fehlt. Hallo, ich brauche einen zum Bauen. Irgendjemand? 4 Monate schon. Nice. Weg, keine Eier mehr? Ich kann, glaube ich, immer ein oder zwei Brutschenke abreißen. Das ist zu viel. Oh, wir haben den ersten Bewohner in dem letzten Stall. Und hier haben wir jetzt schon einen Prinzen drin. Warte mal, dann können wir den... Puff, Prinz. Okay, wir atmen das Zeug hier schon weg, ne? Er gönnt sich erstmal. Wollen wir das wieder anmachen hier? Ich hätte da... Wir müssen das umbauen tatsächlich. Wir müssen das umbauen. Und zwar müssen wir da ein... Warte mal, kann man hier ein Automatisierungsding dran machen? Nee, ne? Wir müssen da quasi ein Ventil dazwischen machen. Oh. Ich wollte O drücken. Ein Ventil. Dann das. Und dann einen Atmosensor. So. Man kann tatsächlich da was dran machen.
Kann der denn auch? Wir testen es mal gerade ohne das Ventil. Automatischer Gasanschluss geht, okay. Wenn du unten eine Lage Wasser hinmachst, dann fällt das Oxalid von den Tieren da rein. Das Gas entsteht nicht. Das ist ist eine gute Idee. Aber wir haben ja aktuell eh noch quasi hier. Oh. Was ist hier mit dem. Hä, wo kommt denn das? Wo kommt denn das Chlorgas auf einmal her? Hä? Hä? Habe ich was? Habe ich was verpasst? Was ist das denn? Wo kommt denn das Chlorgas hierher? Warum wird denn das als Meer? Ich weiß nicht, was der Puffprinz jetzt braucht. Der muss erstmal alt werden, damit er überhaupt Eier legt. Und dann können wir mal gucken. Wo zur Hölle kommt dieses Chlorgas her? Hier ist doch nur verschmutzter Sauerstoff drinne. Hä? So, wenn unter 1500. Hä? Nee, ich bin ja gerade komplett verwirrt. Wo kommt denn dieses Chlorgas hierher auf einmal? Ich habe doch hier nichts mit Chlorgas. Also jetzt bin ich aber. Hä? Und dann noch so viel, 5 Kilo. Als ob. Aber hier war doch nichts drin. Hier war doch alles weggeräumt. Da kann ja auch nichts geschmolzen sein oder so. Also jetzt machst du mich aber gerade fertig hier. Dann pumpt das Gas ab. Ne, der Puffprinz, der kann das ja rein theoretisch fressen. Weil der atmet ja auch Chlorgas weg und macht Bleichstein draus. Aber ich würde gern wissen, wo das auf einmal herkommt. Und dann auch noch so viel. Hier liegt auch Chlor. Mach mal. Plötzlich war es Chlor da, hä? Der Bleistein wird auch zu Chlor von alleine. Aber das dauert. Dauert sehr lange, bis das zu Chlor wird. Bleistein sammeln wir ja hier unter Wasser. Hier drinnen müsste. Ja, hier ist unser Bleistein- und Schleimlager. Der stößt ja auch nur, keine Ahnung, 100 Gramm die Sekunde aus oder so. Oh, wir kriegen. Happa, happa. Also das ist gerade zu hoch für mich. Auf einmal ist hier Chlor. Das muss ich mir auf jeden Fall mal in der Aufnahme angucken, wo das herkam. So plötzlich. BVB Luca, danke für deinen Prime. Hi.
Hallöchen. Mein Lieber. So, Forschungsmodul. Gateway. Musste man das nicht auch irgendwie hier so hinbauen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, damit das hier heute auch noch vonstatten geht. Katzbock, hi! Mosquito, bin ich auch im Spiel? Weiß ich gar nicht. Im Spiel? Negativ. Ich du nicht. Dienen tragen. Oh, da mag einer Viehzucht. Big Dragon, Klempnerei, Christian, Schutzanzug, Brumm, Bauen, Fischer. Fischer. Raben, Oberst, Schutzanzug, Techcrafter. Ah, Techcrafter. Da hört so langsam wieder auf. Ah, hier hat einer keinen Frostburger abgekriegt. Wie komme ich rein? Warten. Bis die nächste Aufnahmerunde beginnt. Haben wir hier so eine verseuchte Chlorecke? Ich glaub's nicht, ey. Jetzt müssen wir hier mal einen Luftabzug machen, damit das Zeug hier nach unten weggeht. Puffprinzei. Die Chance wird erhöht, wenn das Tier nicht eingesperrt mit Puffprinz. Lol. So, und der hier hat noch keine Reproduktion. Okay. Dann müssen wir das abwarten. Hier müsste doch eigentlich gerade auch Chlor. Ist zu warm. Ist das Gas oder Uran, was darunter läuft? ja, beides. Es ist Chlorgas. Schriftliche Bewerbung, genau. Schriftliche Bewerbung. Bitte postalisch an mich zustellen. Mit Lebenslauf und allem, was dazugehört. Einfach zwei Leiter nicht baue. Im Video ist zu sehen, dass kurz nachdem du oben den Auslass abbaust, auf einmal Chlor da ist. Hä? Plötzliche Transformation von verschmutztem Sauerstoff zu jede Menge Chlorgas. Es ist kaum zu glauben. Na gut, sollte er das hier mal alles wegatmen und dann passt er schon. Hoffentlich. So, und wir wollen hier Rakete bauen. Los! Mann! Was ist denn euer Problem? Ist klar, mit Corona-Test oder ohne? Mit. Immer mit. Zweifel immer mit. Das ist nur die Frage. Hier oben müssen wir ja dann Bunkertüren einbauen, ne? Das sind ja diese hier. Und zwar müssen wir die so bauen, dass wir hier quasi das komplette Ding abdecken. Wäre dann hier und hier.
Aber dann halt hier oben. Was kosten die denn? 500 Stahl, Alter. Heißt, wir müssen jetzt... das mal zerlegen. Das auch noch zerlegen. Und das müssen wir jetzt mit Priorität bauen hier. Damit wir das schnell wieder zu haben. Weil rein theoretisch kann uns jetzt da unten die Rakete kaputt geschossen werden. Und das wäre uncool. Äußerst uncool. Mein Glück beginnt genau jetzt der Raketenschauer, der Meteoritenschauer, wenn ich hier die Hütte offen habe. Asimo, hi. Warten auf Lieferung. 200 Kilo, 500 Kilo. So, zieh durch, bau das Ding an. Warte, wer verhungert? Geronimo. Sitzt da am Schacht und verhungert. Also, hier ist was los. Hier ist was los. Hier tropft uns die Suppe runter, ey. Wahnsinn. Was ist das denn? Sand. Und nicht der Sand. Aber wie viel hier auf einmal kommt? Wo kommt das her, Alter? Ist hier Leck? Ist doch, irgendwas ist hier doch kaputt. Wir haben überhaupt keine Gasleitung, wo Chlor drin ist. Null. Gefühl als mehr. Kann doch nicht sein. Vielleicht sollten wir hier... Nee. Okay, Bunkertüren sind gesetzt. Das Ding ist auch gebaut. Wollen wir noch ein zweites davon bauen? Oder schafft der nur eine hier? Wir machen noch eine zweite hier drauf. Schon gehen. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, wir machen für heute Feierabend. Nächstes Mal geht es weiter. Dann bauen wir hier die Rakete fertig. Dann müssen wir oben noch eine Automatisierung bauen, dass wir das aufmachen können. Und dann muss hier, soviel ich weiß, auch noch Zeug rein. Aber ich weiß gar nicht, womit. Dampftriebwerk. Da müssen wir Dampf herstellen. Da müssen wir irgendwie Dampf herstellen. Mal gucken, wie wir das machen. Also, bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.